Psychologie. Definition. Psychologie ist die Wissenschaft vom menschlichen Erleben und Verhalten nach Thomas und Feger. Der Zusammenhang zwischen der allgemeinen Psychologie und anderen Teilgebieten des Fachs. Wir haben die Gegenstandsgebiete wie Wahrnehmung, Denken, Lernen, Emotion, Motivation und Verhalten. Und dann auf der anderen Seite die Fachdisziplinen wie allgemeine Sozial-, Entwicklungs- und Persönlichkeitsdisziplinen. Allgemein und Denken zusammen wären Aufbau des Gedächtnisses. Emotion und Persönlichkeit zusammen. Wie schnell fange ich an zu drehen? Verhalten und Entwicklung zusammen. Mobiltelefonnutzung. Grundmodell der Verhaltenserklärung nach Neuting und Paulus. Wir haben die Zeit, dann die Person, das ist die Entwicklung oder die Persönlichkeit und Disposition, aktuelle Prozesse, Verhalten und innere Prozesse und den Kontext, das heißt die Situation und interpersonale Bezüge. Beispiel dazu. Ein beobachtbares Phänomen, Vater prügelt Kind, Auswirkungen auf Gesundheit, Jurist sagt Rechtswidrigkeit. Aus der pädagogischen Sicht, was lernt das Kind daraus? Die Absicht des Vaters, Psychologe, psychische Probleme des Vaters. Welche Motive bewegen ihn? Oder Familienalltag Beispiel, die Mutter Vera, die Tochter Claudia 16 und Thorsten 14. Vera Hausputz, Thorsten schweigt und guckt auf den Boden. Vera möchte mit Freunden in die Stadt. Mutter Vera fängt an zu meckern, weil alles heute erledigt werden muss. Thorsten schaut nur auf den Boden. Vera sagt, wieso machst du das nicht morgen? Claudia hat morgen keine Zeit. Ein Streit entfacht zwischen Vera und Claudia wegen ihren Freunden. Was geht dem Vera vor und wie verhält sie sich? Sie spricht beide Kinder für die Unterstützung im Haushalt an, weil sie sauer ist darüber, alles allein machen zu müssen. Die Mutter Vera ist oft ordentlich und möchte ein ordentliches Haus haben, weil sie dies beigebracht bekommen hat in ihrer Entwicklung. Die Situation ist, an einem bestimmten Wochentag putzt sie und fühlt sich nicht mehr wohl mit dem derzeitigen Zustand. Der interpersonale Bezug ist, Kinder sind in der Pubertät, zoffen sich gerne. In diesem Beispiel muss man die Doppelpfeile beachten, denn diese verdeutlichen die Wechselwirkung. Wir beeinflussen unsere Umgebung und unsere Umgebung beeinflusst uns. Thema Forschungsmethoden. Wir haben die Aktivität des Forschers mit der Introspektion, der Befragung und Beobachtung, den Ort mit dem Labor und Feld sowie die Strategie, unsystematisch und systematisch. Aktivität des Forschenden, Introspektion. Am Schreibtisch nachdenken, eigenständige Methode der Erkenntnisgewinnung. Oder die Befragung von anderen Personen per Fragebögen. Beobachtung, das Experiment. Der Ort der Forschung, Labor, streng kontrollierte Bedingungen. Feld, außerhalb geschlossener Räumlichkeiten, immer dann, wenn es viele nicht selbst herstellbare Einflussfaktoren gibt. Strategie, unsystematisch, vorbereitete Forschung durch unvorhersehbare Ereignisse nebenbei. Systematisch, wo ich etwas genau erforschen will.
Grundsätze des Experimentierens. Willkürlichkeit heißt Herstellbarkeit unter festgelegten Bedingungen, Planmäßigkeit, Kontrollierbarkeit, die Bedingungen für ein Experiment werden festgelegt. Die Variierbarkeit heißt Veränderbarkeit der unabhängigen Variablen. Man variiert die abhängige Variable und sieht, was bei der unabhängigen herauskommt. Die Wiederholbarkeit bedeutet Replikation durch andere Forscher zur Überprüfung der erzielten Effekte. Anerkennung durch die Möglichkeit der Replikation. Die kognitive Entwicklung nach Piaget. Die Entwicklung des Denkens. Es gibt vier Hauptstadien. Das sind sensomotorisches Stadium bis circa 2 Jahre. Am Anfang gibt es noch kein Denken im Erwachsenensinne, sondern angeborene Reflexe bestimmen sein Handeln. Zirkulare Reaktionen dienen dazu, Objekte in Zukunft unterscheiden zu können. Präoperationales Stadium bis circa 2 bis 7. Erste Begriffe werden ausgebildet. Kein komplexes Denken, sehr egozentrisches Stadium, weil das Hineindenken in andere nicht möglich ist. Das Denken ist auf eine Dimension reduziert. Das konkret operationale Stadium, circa 7 bis 11 Jahre. Die Prozesse beginnen, um Kulturtechniken zu erlernen und zu trainieren. Das formal-logische Stadium ab circa 11 Jahren, Welt mit eigenen und anderen Augen wahrnehmen, in andere Personen hineinversetzen, komplexes Denken. Begriffe für Piaget: Schemata, die wir befolgen. Äquilibration. Als Kinder werden wir mit Neuem konfrontiert und versuchen uns am Bild von der Umwelt zu machen, um diese zu verstehen. Assimilation. Integration von Bekannten in Schemata. Akkommodation. Neues wird in veränderte Schemata integriert. Beispiel: Kind an der Wiese sieht Kuh. Nächstes Tier ist ein Pferd. Neues Erlernen durch ein neues Schema. Teilgebiete der allgemeinen Psychologie: Lernen, Wahrnehmen, Denken, Motivation, Emotion. Die Lernpsychologie. Definition: Lernen ist jede relativ überdauernde Veränderung des Erlebens und Verhaltens, die durch die Erfahrung entsteht und nicht auf Reifung oder temporäre Zustände zurückgeführt werden kann. Reifungsvorgänge, wie nach Piaget, sind keine Lernvorgänge, nichts Zufallgesteuertes. Lernen durch Werbung, unbewusstes Lernen, Assoziation durch Gefühle, Musik und andere Dinge. Die Werbepsychologie, Marktpsychologie steuert uns, um uns etwas zu erlernen. Arten des Lernens. Verknüpfendes Lernen wie klassisches Konditionieren, operantes Konditionieren und Lernen am Modell. Oder auch strukturierendes Lernen wie Problemlösen. Diese Dinge wurden an Tieren erforscht. Klassisches Konditionieren nach Pavlov, Prinzip der bedingten Reaktion aus Signallernen genannt. Ein unkonditionierter Reiz macht eine unkonditionierte Reaktion. Ein konditionierter Reiz macht eine konditionierte Reaktion. Ausgehend von angeborenen Reflexen übernimmt die konditionierte
Reiz eine Signalfunktion. Unter anderem werden unwillkürliche emotionale Reaktionen dadurch erlernt. Der unkonditionierte Reiz ist die Futtergabe und die unkonditionierte Reaktion ist der Speichel. Jetzt kommt ein konditionierter Reiz, die Glocke, und die konditionierte Reaktion, der Speichelfluss, erfolgt. Die konditionierte Reaktion erfolgt beim Erlernen des Signals. Unsere emotionalen Reaktionen werden häufig klassisch konditioniert, wie zum Beispiel Phobien. Das Benutzen eines Aufzugs, weil die Angst besteht, eingeschlossen zu werden, Klaustrophobie. Die Person muss nie eingeschlossen gewesen sein, nur die Tatsache, dass ein Aufzug da ist, löst die Phobie aus. Wenn die konditionierte Bedingung geschaltet ist, kann dies wieder rückkonditioniert werden. Eine Verbindung wird gelöscht und man verliert die Phobie. Operantes Konditionieren nach Skinner. Wir haben die Verstärker positiv und negativ und die Darbietung und den Entzug. Positiv mit der Darbietung wäre positive Verstärkung, negativ mit der Darbietung wäre die Bestrafung und Typ C-. Positiv und Entzug wäre Bestrafung und Typ C+ entzogen. Negative Entzug wäre die negative Verstärkung. Beispiel Laborratten, die Skinnerbox. In der Box gibt es einen Hebel für die Futtergabe, die von hungrigen Ratten so lange genutzt wird, bis diese nicht mehr hungrig sind. Es gibt positive und negative Verstärker. Die positive Verstärkung ist empfehlenswert. Etwas Positives im Nachhinein darbieten. Diesen kann man auch wegnehmen. Bedeutet C+ durchgestrichen. Wenn man etwas nicht so tut, wie man sollte, wird das Lieblingsspielzeug entzogen. Es gibt die negative Verstärker. Etwas Negatives wird hinzugefügt, die Ohrfeige als Bestrafung. Dann gibt es auch die negative Verstärkung. Der negative Verstärker wird weggenommen. Gewünschtes Verhalten wird gezeigt und unbeliebte Tätigkeiten, Dinge werden entzogen. Dann gibt es noch Begriffe wie Shaping, schrittweise an ein gewünschtes Verhalten annähern, wie Dressur bei Tieren, Extinction, Löschung bei Annäherung des gewollten Verhaltens, jedes Mal belohnen, Discrimination, unterscheiden können, wann man so wie gewollt reagieren soll, Generalisation. Man möchte bei ähnlichem Verhalten dasselbe und diese werden verstärkt. Die Kontingenz, die Abfolge vom Verhalten und Verstärkern, jedes gewünschte Verhalten verstärken, bis dies erlernt wurde und dann nur noch ab und zu belohnen. Lernen am Modell. Alle Veränderungen durch Beobachtung, Aneignung und Ausführung werden unterschieden. Modelleigenschaften. Es muss attraktiv, zugewandt sein, lässt Regeln erkennen und wiederholt, sowie Informationsredundanz. Eigenschaften des Lernenden. Er muss aufmerksam sein und frei von Angst. Das Modell ist attraktiv für die Person, die etwas lernen soll, und die Person frei von Angst. Dann lernt die Person, Beispiel Rocky und der Schaumstoffhammer. Die Zeit zwischen Lernen und Ausführen kann lang sein. Wenn es zeitnah ist, ist es besser. Aber es kann durch die hohe Attraktivität eine lange Zeitspanne dazwischen liegen. Wichtig, das Modell muss für die Zielgruppe in irgendeiner Art attraktiv sein. Wir kommen zum kognitiven Lernen nach Köhler. Der Prozess des ganzheitlichen Umstrukturierens. Objektive Merkmale einsichtigen Problemlösens. Erste Phase. Des Innehaltens nach erfolglosem Probieren. Zweitens. Abrupte Verhaltensänderung. Drittens. Geschlossener Handlungsablauf. Viertens.
Kein Rückfall in blindes Probieren. Fünftens, Vorkommen guter Fehler. Und sechstens, Transferierbarkeit. Die Affen. In dem Käfig waren an der Decke Bananen aufgehängt und die Affen sind zu den Bananen hochgesprungen. Diese waren zu hoch und konnten die Bananen durch Springen nicht erreichen. In dem Käfig waren Boxen und Stöcke. Diese wurden bei Hunger benutzt, um die Bananen zu erreichen. Beim ersten Versuch hat dies oft nicht funktioniert, aber nach mehreren Versuchen hat der Affe es geschafft, Kisten so zu stapeln, dass diese stabil wurden zum Draufsteigen. Auch die Bambusstäbe wurden so zusammengesteckt, dass die Stäbe lang genug waren, um die Bananen von der Decke zu schlagen. Köhler behauptet, dass eine eigenständige Lernart kognitives Lernen ist. Wenn das Prinzip erkannt wird bei dem Problemlösen, dann kommt es zu einem geschlossenen Handlungsablauf. Man muss die Kisten stapeln, um ans Futter zu kommen. Dies funktionierte erst nach ein paar Mal Versuchen. Bis zur Perfektion durch gute Fehler. Einmal ein Prinzip erkannt, dann überträgt man diese auf neue ähnliche Probleme. Das ist die Transferierbarkeit. Tipps für die Erziehung. Kinder neigen dazu, ihre Eltern zu imitieren. Angenommen, Kinder wollen helfen im Haushalt, dann sollte man dies nicht belohnen. Weil Kinder durch das Modelllernen sich selbst belohnen. Durch einen Verstärker wird dies operante Konditionieren. Irgendwann wollen Kinder nur noch den Verstärker haben. Bedürfnispyramide nach Maslow. Wir haben ganz oben die Selbstverwirklichung und das ist das Wachstumsbedürfnis. Dann haben wir Defizitbedürfnisse, Wertschätzung, soziale Bedürfnisse, das Sicherheitsbedürfnis und physiologische Bedürfnisse. Das ist ein Modell, was verschiedene Bedürfnisstufen aufeinander aufbaut. Sicherheit wie Leib und Leben, sozial, mit anderen zusammen sein, Wertschätzung, wir sind für andere wichtig. Die Selbstverwirklichung, das zu erreichen, was uns im Leben wichtig ist. Die vier unteren Stufen sind jedem für uns zugänglich. Es gibt Personen, die schaffen es, sich selbst zu verwirklichen. Es ist eher ein Ideal. Wenn die eine Stufe befriedigt ist, dann wirkt die nächste Stufe am besten. Wir kommen zur Leistungsmotivation nach Heckhausen. Wir haben die Ausgangssituation wie Motivierung und daraus eine Handlung, gezeigtes Verhalten. Anschließend kommt eine Selbstbewertung mit daraus resultierenden Folgen, welche zurück auf die Ausgangssituation lenkt. Diese Folgen beeinflussen das nächste Verhalten. Hoffnung auf Erfolg ist gut. Anstrengen, um etwas zu bestehen. Angst vor dem Scheitern ist nicht gut. Das dritte ist ein Verstärker, die Bekräftigung. Selbstbestärkung ist besser als Fremdbestärkung, weil diese unabhängig ist. Die Selbstbewertung ist ebenfalls wichtig für die zukünftige Motivation. Wichtig ist der Gütestandard. Die Ursachenzuschreibung ist ebenfalls wichtig. So. Die Ausgangssituation und dann die Motivierung. Die Motivierung ist ein kognitiver Zwischenprozess. Darin sind Fähigkeitsniveau, Hoffnung auf Erfolg, Furcht vor Misserfolg, Erwartung zukünftiger Selbst- und Fremdbekräftigung enthalten. Dann kommen wir zur Handlung. Kognitiver Zwischenprozess vor und nach der Handlung. Was geschieht davor und danach? Bei der Bewertung spielt der Gütestandard eine Rolle. Dann die Selbstbewertung.
wie die Ursachenzuschreibung als kognitiver Zwischenprozess. Oder der Gütestandard. Und am Ende die Folgen. Wir gehen nochmal durch. Ausgangssituation, Motivierung, Handlung, Selbstbewertung, Folgen. Ursachenzuschreibung nach Weiner. Vier Felderschema der Kausalattribution. Kontrolle und zeitlich. Zeitlich stabil, instabil, Kontrolle internal, external. Da haben wir stabil und internal. Fähigkeit, stabil und external, Schwierigkeit, instabil und internal, Anstrengung, instabil und external, Glück. Sie haben die Klausur geschrieben und nicht bestanden. Es könnte intern stabil an Ihren Fähigkeiten liegen. Es könnte external variabel an meinem Glück liegen. Die eher motivierenden sind die internalen, weil diese beeinflussbar sind. Die externalen sind nicht bzw. schlechter beeinflussbar. Selbstmotivierung nach Preister. Ziele und Aufgaben präzisieren, Problemstellung analysieren und strukturieren. Umfangreiche Aufgaben in Teilschritte zerlegen. Realistischen Zeitplan erstellen, mögliche Schwierigkeiten, Hindernisse einbeziehen, Anreize für Erfolg schaffen, auch Teilerfolge anerkennen, schriftlichen Vertrag mit sich selbst schließen, andere über sein Vorhaben informieren, andere um Unterstützung bitten. Wir kommen zur Lehrtheorie. Zum sinnvoll rezeptiven Lernen nach Aus-Ubel. Da haben wir eine Übersicht. Sinnvolles Lernen. Sinnvolles Lernen besteht aus logisch bedeutungshaltigem Lehrmaterial und Anknüpfungspunkte, die verfügbar sind. Diese haben das Ergebnis, potenziell sinnvolle Ausgangssituationen zu schaffen. Zusammen mit der sinnvollen Lerneinstellung gelangen wir zum Endprodukt, dem sinnvollen Lernen. Man braucht Inhalt, den man vermitteln will, und es müssen Anknüpfpunkte bestehen. Die Ausgangssituation muss mit Motivation einer sinnvollen Lernsituation verknüpft werden. Rezeptives Lernen ist zum Beispiel Frontalunterricht. Vorteile: zeitlich sehr effektiv, gut steuerbar. Man gibt Dinge vor, man muss gut motivieren. Vor- und Nachteile des sinnvollen rezeptiven Lernens nach Lee und Anderson. Vorteile: korrekte Erklärungen werden vorgestellt. Lernmaterial wird erläutert. Kritische Punkte werden hervorgehoben. Verfügbare Zeit wird effektiv genutzt und an das Arbeitsgedächtnis werden geringe Anforderungen gestellt. Die Nachteile sind, Lösungsmethoden werden unzureichend gelernt, zum Weiterlernen wird nicht ermuntert, Lernende überprüfen ihre Erfolge nicht selbstständig, verbales Lernen dominiert, Lernende setzen sich weniger mit den Inhalten auseinander. Kommen zu Lehrtheorie zum entdeckenden Lernen, kumulativer Konstruktivismus, Fakten so anordnen und transformieren, dass man über diese hinaus zu neuen Einsichten kommt. Ziel ist das selbstständige Problemlösen. Voraussetzungen dafür sind
Die Schüler sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, klare Formulierungen der Aufgaben bestehen, relevante Hilfsmittel werden zur Verfügung gestellt, ausreichend Zeit wird eingeplant, Hilfestellung bei Bedarf. Wenn man das jetzt vergleicht, rezeptives Lernen und entdeckendes Lernen, dann kann man sagen, das ist eine gute Struktur, wenig Zeit. Mehr Personen werden angesprochen. Das andere, das entdeckende Lernen, hat eher den Transfer im Fokus, weniger von und ist weniger von Lehrpersonen abhängig. Wir kommen zum Thema The Big Five nach Costa und McRae. Da gibt es die Extraversion, nach außen gerichtet sein, der Neurotizismus, Gegenpol zu emotionaler Stabilität bei niedrigem Wert, emotionale Stabilität bei hohem Wert, emotionale Instabilität. Die Verträglichkeit, das Sozialverhalten, die Gewissenhaftigkeit, die Selbstorganisation und die Offenheit für Erfahrungen, die Intelligenz. Jeder dieser fünf Faktoren soll keine Bezüge haben, aber beschreiben die Persönlichkeit. Wir kommen zum Teil Diagnostik nach Rollett. Das ist theoriegeleitete Datengewinnung und Reduktion im Rahmen eines gewichteten Entscheidungsverfahrens, eine sehr wichtige Methode zur Erkenntnisgewinnung. Ziele der Diagnostik sind die systematische Darstellung, die Herstellung von Vergleichbarkeit und Bildung prognostischer Hypothesen, was wird sich in der Zukunft verändern. Diagnostische Methoden und Themenbereiche sind Selbst- und Fremdbeobachtung, quantitativ und qualitativ, mündlich, schriftlich, EDV-basiert, heutzutage Online-Befragung und die Einstellung, Interesse und Fähigkeit, Leistung und Persönlichkeit sowie Entwicklung, Schule, Beruf und klinisch-therapeutisch. Das waren die Methoden und Themenbereiche. Wir kommen jetzt zu den diagnostischen Risiken. Das ist die soziale Erwünschtheit, der Barnum-Effekt. Man nimmt allgemeingültige Aussagen und kombiniert im Gutachten so, dass die Person sich im Gutachten wiedererkennt, wie Horoskope und Floskeln. Die Stigmatisierung tritt auf, wenn eine Diagnose mit drastischem Ergebnis vorkommt und nicht konstruktiv ankommt, sollte immer vermieden werden. Die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Thema Test. Ein Test ist eine standardisierte Verhaltensstichprobe. Es gibt Testgütekriterien. Nummer 1. Objektivität. Das sind intersubjektive Übereinstimmungen. Bedeutet Durchführung, Auswertung und Interpretation müssen unabhängig vom Versuchsleiter sein. Nummer 2. Die Reliabilität heißt Zuverlässigkeit. Bedeutet, der Test misst das, was er misst, genau. Nummer 3. Die Validität, Gültigkeit. Bedeutet, der Test misst das, was er messen soll. Nun kommt eine kurze Zusammenfassung. Klassische Konditionierung, Speichelbildung unkonditioniert bei dem Sehen der Wurst. Beim Zeigen der Wurst wird eine Klinge betätigt. Zuletzt wird nur noch die Klinge betätigt und der Hund bildet Speichel. Operantes Konditionieren. Das erwünschte Verhalten ist dazu
Laufen an lockerer Leine. Das unerwünschte Verhalten ist das Ziehen an der Leine. Eine positive Bestärkung ist das Zufügen von Leckerli. Eine negative Strafe, einen negativen Reiz. Ich bleibe beim Ziehen stehen. Positive Strafe. Aversiven Reiz hinzufügen. Der Hund zieht an der Leine und ich ziehe an der Leine und bleibe stehen. Das Hinzufügen eines Leinenrucks. Eine negative Bestärkung. Das Leinenziehen wird weggenommen. Operantes Konditionieren wird bei dem Belohnungssystem genutzt. Das klassische Konditionieren wird bei Reizen eingesetzt. Lernen und Aufbau des Gehirns. Wir speichern in Kategorien ab, auch genannt Attribute. Im Gehirn stehen verschiedene Zentren in Verbindung. Definition von Motivation. Motivation ist von einer Menge an Facetten abhängig. Motivation ist auf ein Ziel gerichtet. Motivation ist von Eckpfeilern abhängig. Was darf ich, was will ich und was kann ich? Das Zwiebelmodell. Motive sind der innere Treibstoff und Kern. Dies formt meine Einstellungen und Glaubenssätze. Das ist das Richtige zu tun. Entsprechend werde ich meine Wahrnehmung und Fähigkeiten ausprägen und schlussendlich mein Verhalten. Big Five – Persönlichkeitsmodell. Extraversion und Intraversion. Das bedeutet, es gibt kein Entweder-Oder. Die Eigenschaften sind veränderbar, allerdings nur in einem gewissen Rahmen. Itemformulierung anhand von Diagnostik und einer Fragenbogenstellung durch ein Fallbeispiel. Wichtig sind die Eindeutigkeit der Aussage der Frage. Grundsätze des Experimentierens. Ein Pferd. Der kluge Hans. Der Besitzer war Mathematiklehrer. Er hat sich gewundert, weil das Pferd rechnen konnte. Durch Zeigen von Tafeln mit Rechenaufgaben hat dieses mit der Hufe geantwortet. Das Experimentieren. Die drei Bestimmungsstücke des Experimentierens sind Willkürlichkeit, Herstellbarkeit und festgelegte Bedingungen, Wiederholbarkeit und Variierbarkeit. Die Dokumentation der einzelnen Ergebnisse sind so zugeordnet, dass man diese verstehen kann. Bei der Reproduktion des Experiments kam heraus, dass Hans nur Signale seines Besitzers sehr gut deuten konnte. Die allgemeine Psychologie. Was das Hirn alles kann. Wie zum Beispiel einen Text lesen mit verdrehten Buchstaben. Bilder, die sich bewegen, obwohl diese starr sind. Die Umwelt wird von uns anders wahrgenommen. Die Wasserkrugaufgabe. Routinen sind einfacher bei der Anwendung. Meistens kommt man mit der Routine zur richtigen Lösung. Allerdings nicht immer. Wenn der entstehende Fehler fatale Folgen hat, sind Routinen nicht gut. Routinen verbauen den Blick für einfachere Lösungsfindung. Bei der Problemlösung könnten wir ohne Routinen keine Ergebnisse erzielen. Rezeptives Lernen und entdeckendes Lernen. Anwendungsbeispiele frontal und entdeckend. Die Anwendungsbeispiele sind auf die schulische Bildung bezogen. Frontalunterricht und entdeckender Unterricht. Thema Sozialpsychologie. Erstens, lassen sich die einzelnen Phasen des Diskussionsverlaufs unterscheiden. Der Umgang miteinander, am Anfang ruhig, freundlich, austauschend, in der Mitte kommunikativ, stimmig, konstruktiv und laut und am Ende fröhlich, zufrieden, stimmig, aber auch überraschend. Zweitens,
Übernehmen die Teilnehmer der Diskussion verschiedene Rollen, Mitte ist leitend, erklärend und konstruktiv, aber auch laut und durchsetzend. Rechts sehr kommunikativ und konstruktiv, selbsterklärend. Links zurückhaltend, zustimmend, kommunikativ, teilweise anleitend. Nummer 3. Wie verläuft die Kommunikation in der Gruppe? Es ist lebhaft. Vier Bereiche der Wirtschaftspsychologie nach Hoyos et al. Organisationspsychologie, Führungsstrukturen, Abteilung, Personalführung. Welcher Führungsstil macht am meisten Sinn? Unterscheidet sich virtuelle Führung von realer Führung? Führungsstil und Mitarbeiterbefragung für die Zufriedenheit. Der gesamtwirtschaftliche Prozess bezieht sich auf ganz Deutschland. Vergleichen mit marktwirtschaftlichen Systemen, mit autoritären Marktwirtschaftssystemen. Man orientiert sich unter anderem an anderen Ländern in Europa. Unterschied Internetwerbung zu klassischer Werbung und daraufhin dem Kaufverhalten der Kunden. Welche Methoden stehen zur Verfügung? Welche sollte man wählen? Das Experiment. Dankeschön.